Dies ist die Geschichte einer Lüge. Oder vielmehr einer ganzen Serie von Lügen. Ein Märchen, wie es fast immer geschrieben wird, wenn die Macht des Staates auf den Protest der Menschen trifft, die nicht mehr hinnehmen wollen, dass die Ressourcen aller für Profitinteressen und Vorteile weniger eingesetzt werden. Am 30.09.2019 besetzten Aktivistis die Trasse der geplanten A49 im Dannenröder Wald. Sie wollten die Rodung der wertvollen Baumbestände verhindern und ein lautes Zeichen für eine echte Verkehrswende setzen. Ein Jahr lang prägten fantasievolle Aktionen, das Basteln von immer mehr Baumhäusern und vieles mehr den Protest, der bundesweite Schlagzeilen machte und das Autoland Deutschland durchschüttelte. Doch die Betonlobby wollte nicht aufgeben. Am 1. Oktober 2020 griff der Staat an. Baum für Baum wurden die Besetzis heruntergeholt. Mal mehr, mal weniger Sand. Am 26.11.2020 standen sie im Baumhausdorf nirgendwo und trafen dort neben vielen anderen auf Ella. Ella, das ist der Name für die seit dem 26.11.2020 im Gefängnis Frankfurt-Bräungesheim einsitzende unbekannte Person Nummer 1. Bis heute haben Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte weder Namen noch Herkunft ermitteln können. Dennoch, beziehungsweise deswegen, statuieren sie an ihr ein Exempel der Abschreckung. Die Losung ist klar und richtet sich an alle, die Profit- und Machtinteressen in die Quere kommen. Wir sitzen am längeren Hebel. Wir entscheiden, was passiert. Und Ruhe ist die erste Bürgerinnenpflicht. Wie das in der Praxis aussehen sollte, zeigte die Armada maskierter Sondereinsatzkräfte gleich zu Beginn des Räumungstages an der Küchenplattform des Dorfes nirgendwo. Es hätte jede und jeden treffen können, denn die Beschuldigungen sind komplett ausgedacht. Das wissen nicht nur die Menschen, die alles live miterlebten, sondern das zeigen auch die Videos, die die eingesetzte Polizei selbst aufnahm. Sie wurden vor Gericht nicht beachtet, um das Lügengebäude aufrechtzuerhalten. Ob kreativ oder ganz brav, gewaltfrei oder militant, wenn die Staatsmacht ein Opfer sucht, ist jede x-beliebige Person recht. Denn die Beschuldigungen werden frei konstruiert. So lief es im Hambacher Forst, beim Kampf gegen gentechnisch veränderte Nutzpflanzen, als bei Abseilaktionen über Autobahnen Unfälle mit Schwangeren und Kleinkindern erfunden wurden und an vielen anderen Orten. Nie Mensch ist sicher. Es trifft per Zufall, aber es trifft. Und diesmal traf es Ella. Inzwischen hat das Amtsgericht Alsfeld ein Urteil gefällt. 2 Jahre und 3 Monate Haft. Ella ist weiter in Haft. Am Landgericht Gießen wird es zur Berufung kommen. Doch all diese Geschäftigkeit verschleiert nur, was hier geschehen ist. Und so oft passiert im Konflikt zwischen Staatsgewalt und sozialen Bewegungen, die sich nicht mit einer Nebenrolle des Jammerns über das scheinbar Unausweichliche zufrieden geben, sondern sich der Zerstörung und Ausbeutung in den Weg stellen. Ella ist ein Zufallsopfer, ausgewählt vom bewaffneten Arm bei Staat und Kapital. Das soll ablenken von den eigentlichen Interessen. In diesem Fall vom Weiter-so einer klima- und umweltzerstörenden Verkehrspolitik, vom rücksichtslosen Durchboxen der von Konzernen gewünschten Infrastrukturen und von der eigenen Gewalt im Niederwerfen des Protestes. Dieser Film zeigt, was wirklich geschah, auch wenn es absolute Wahrheit nicht gibt,
weil Menschen immer nach ihren Vorerwartungen wahrnehmen, so ist die Lüge um Ella doch ungewöhnlich gut dokumentiert. Denn die Polizei selbst hat das Geschehen mit vielen und überwiegend sehr guten Kameras videografiert. Zudem gibt es schriftliche Protokolle der Vernehmung unmittelbar nach dem Geschehen, welches in einen versuchten Totschlag umdefiniert wurde, um Ella einzusperren und den Protest einzuschüchtern. Dieser Film zeigt einige dieser Videos. Sie stammen von der Polizei, lagen Staatsanwaltschaft und Gericht vor. Hinzu kommen Videos von Beteiligten an der Waldbesetzung und Mitschnitte einer großartigen Nachstellung der Abläufe am 9. Juli 2021 in Wiesbaden. Diese Nachstellung bildet den roten Faden durch die folgende Darstellung, denn das Geschehen wurde dort, basierend auf den vorliegenden Beweismitteln, exakt nachgespielt und kommentiert. Es wurde mit mehreren Kameras aufgenommen. An den entscheidenden Punkten wird dann das Originalmaterial aus dem Dannröder Forst eingeblendet und mit Akten sowie Urteil verglichen. So wird klar erkennbar, die Polizei sprengte eine Versammlung, ohne sie aufzulösen. Sie griff Ella an, nicht umgekehrt. Und das gleich mehrfach. Alle eingesetzten SEK-Beamten waren stets doppelt gesichert. Die behauptete Lebensgefahr war erfunden. Kein einziges Mal hat Ella mit ihrem Fuß den Kopf eines Beamten getroffen. Und an diesen Füßen hatte sie auch keine schwarzen Wanderstiefel. So, wir möchten euch jetzt alle einladen auf eine kleine Zeitreise. Wir reisen mit der Zeit zurück in den November 2020 in den Dannenröder Forst. Seit 2 Monaten wird in den Wäldern im Vogelsberg die Besetzungen geräumt und gerodet. Der Herrenwald und der Maulbacher Wald sind schon platt und die Trasse frisst sich dort durch die Wälder. Vor 2 Wochen sind Team Blau in den Danni einmarschiert und haben angefangen, den Danni einzugreifen. Die Räumung geht hier schon äußerst brutal vor. Im Süden wurde ein Sicherungsseil an einem Tripod durchgeschnitten. Eine Person ist runtergefallen, mehrere Meter, und hat mehrere Wirbelbrüche erlitten. Im Norden wurde ein Skypod-Seil durchgeschnitten und nur durch Glück ist die Person in den Bäumen geblieben. Ebenfalls im Norden, in 25 Meter Höhen, hat die Polizei einen Elektroschocker eingesetzt gegen Personen, die sich da ungesichert auf der Plattform befanden. Morddrohungen durch SEK-Beamte, Bäume, auf denen sich Leute befanden, wurden angeschnitten, Seile wurden angeschnitten. Wir befinden uns jetzt im Baumhausdorf Nirgendwo. Das war ein Kernstück der Dannenröder Waldbesetzung. Es war sehr gut verteidigt. Viele Baumhäuser und andere Strukturen waren da in den Bäumen. Als eine von vielen Personen war auch hier bei der Räumung Ella dabei. Am 26.11.2020 wurde Ella hier von den Bäumen geräumt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Sie soll mehrere gezielte Tritte gegen den Kopf eines SEK-Beamten gemacht haben und ihn dadurch in Lebensgefahr gebracht haben, nämlich in die Gefahr eines Absturzes, 15 Meter tief. Direkt wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Der versuchte Totschlag wurde dann irgendwann fallen gelassen, übrig blieben dann versuchte gefährliche Körperverletzung, Widerstand und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Nach 6 Monaten Untersuchungshaft kam es dann zur Hauptverhandlung am Amtsgericht Alsfeld. Und dort wurde Ella in 6 Verhandlungstagen zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Und das ist auch von vornherein das Ziel gewesen, ein Exempel zu statuieren und ein heftiges Abschreckungsbeispiel zu konstruieren. Das war gewollt. Juni 2020. 6 Verhandlungstage am Amtsgericht Alsfeld. Als einzige Zeugen Polizisten, die SEK-Beamten traten alle voll vermummt und ohne ihre Identität preiszugeben vor Gericht aus. Sie haben alle eine einstudierte Geschichte vorgetragen. Es wirkte wie ein ziemlich abgekartetes Spiel, nämlich mit dem Ziel, hier mal ein heftiges Urteil zu konstruieren. Das Gericht wirkte völlig passiv, lehnte Anträge der Verteidigung ab. Und der Richter schaute da so ziemlich unbeteiligt rein immer, bis er dann bei der Urteilsverkündung völlig ausgerastet ist und Ella zu einer heftigen Haftstrafe verurteilt hat. Es gab aber nicht nur die Zeugenaussagen, sondern aktenkundig waren auch an die 50 Stunden Videomaterial, die eben diese Räumung von Ella aufgenommen haben. Die meisten Videos davon kamen auch von der Polizei selbst. Einige davon haben wir uns da auch vor Gericht in der Hauptverhandlung angeschaut. Die meisten hat aber der Richter verweigert, in die Hauptverhandlung einzuführen.
Einige von uns haben die aber gesehen in seinem Videoteam, die angeschaut und ausgewertet. Und anhand dieses Videomaterials, was aktenkundig ist und was größtenteils von der Polizei stammt, hat hier jetzt eine Theatergruppe eine Performance vorbereitet, um eben diese Räumung nachgestellt aus dem Videomaterial vorzuführen. Wir haben hier als ProtagonistInnen dabei Ella, da in der schwarzen Jacke auf der Traverse, sowie vier SEK-Beamte. Wir kennen die Namen natürlich nicht. K661, K432, K214 und D111. Wir bewegen uns jetzt ins Barrio Nirgendwo. Zweiter Tag der Räumung. 100 SEK-Beamte sind unterwegs, mehrere Hebebühnen, viele Menschen in den Bäumen, darunter auch Ella. Und es geht richtig wild her. In 3 Tagen wird dieses fette Baumhausdorf runtergerockt und geräumt. Die Szene hier, das ist die Räumung von Ella, die spielt sich eigentlich nicht auf so einer Höhe ab, sondern in 15 Meter Höhe. Das ist etwa so hoch wie da diese Schrift Landeshaus. Wir haben das jetzt ein bisschen weiter unten gemacht, dass ihr das auch besser sehen könnt. So, wir befinden uns jetzt auf den Bäumen. Die Polizisten versuchen Ella zu räumen. Und es geht los. Ella bewegt sich auf der Seiltraverse auf den ersten Baum zu. Der Beamte K661 erreicht den Baum ungefähr gleichzeitig. Anders als hier haben die da Steigeisen benutzt. Wir machen das nicht, um die Bäume nicht zu beschädigen. Und ohne zu kommunizieren, greift er Ella in den Fuß und zieht da dran. In 15 Meter Höhe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte jetzt schon wahnsinnige Panik da oben. Und so sah das in echt aus, gefilmt von der Polizei. Die Kamera erfasst Ella erstmals, als sie aus dem Baumhaus auf die Traverse steigt, um sich zum nahegelegenen Baum zu bewegen. Dort dann der Zugriff von K661. Es ist nur ein kurzer Moment, aber der Griff an die Füße von Ella ist gut zu sehen. Protestrufe im Hintergrund zeigen, dass viele Menschen diesen Übergriff live miterlebt haben. Ella aber entkommt diesem ersten Drama und wandert über die Traverse zum nächsten Baum. In der Zwischenzeit geschieht am Boden noch etwas Bemerkenswertes. Eine Person, die offensichtlich eine der Polizeikameras führt, wird aufgefordert, fortan den Angriff auf Ella zu filmen. Von einem der am gelben Helm gut erkennbaren SEK-Gruppe, die dann die ihnen offenbar zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte, weil männlich gelesene Ella angreift. Ja. Der da gerade wegklettert? Ja, den hatte ich die ganze Zeit schon mit drauf. Okay, am Baumhaus ist gerade nichts mehr, dann gehe ich wieder auf den drauf. Zudem wird, auch das ungewöhnlich, eine Beamtin direkt unter dem Geschehen postiert, die quasi live alles notiert. Und zwar einschließlich der Behauptung vieler Tritte, die es laut Videos nie gegeben hat. Der Vorgang ist auch deshalb merkwürdig, weil Ella zunächst noch länger allein auf der Traverse verharrt, bis dort ein weiterer SEKler eintrifft. War hier schon geplant, aus der Sache etwas Größeres zu machen? Weiter im Ablauf. Ella hat es aber geschafft zu entkommen und bewegt sich auf der Seiltraverse auf den zweiten Baum zu. Hier haben die Traversen einen kleinen Höhenunterschied, deswegen tut sich Ella nochmal zwischensichern mit einer Bandschlinge, um diesen Höhenunterschied zwischen den Traversen zu überwinden und von der einen in die andere Traverse umzusteigen. Zeitgleich erreicht SEK-Beamter K432 das untere Ende der Seiltraversen. Ella steigt um auf die andere Seiltraverse, hat die erreicht und Zugriff ohne Kommunikation und zack, hier machen wir mal einen Schnitt. Jetzt guckt euch das mal an. Das sind die blauen Kurzsicherungen, mit denen Ella die ganze Zeit gesichert war. Die sind beide gerade lose, hängen runter und Ella ist nur noch in dieser statischen Bandschlinge gesichert. Dieser Polizist hat ohne Kommunikationsversuche, greift er Ella in die Sicherung ein und zieht Ella an ihrer Sicherung nach unten. Das ist ziemlich krass. Es wurde überhaupt nicht durch den SEK-Beamten überprüft, wie Ella an dem Zeitpunkt überhaupt noch gesichert ist. Das ist in 15 Meter Höhe. Selbst wenn da die Gefahr eines Absturzes für Ella nicht bestanden hätte,
Wenn dir als Klettermensch jemand so in die Sicherung greift und die manipuliert, das löst Panik aus. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Es entbrennt ein Streit um diese Sicherung. Beide ziehen dran, Ella versucht sich zu befreien und der Polizist versucht Ella immer weiter dran runterzuziehen. Er lässt die Kurzsicherung nicht los, greift in die Bandschlinge und fixiert die Bandschlinge an dem Baum. Ella ist jetzt hier fixiert. Ella baut ihre Bandschlinge aus, ist an dem Zeitpunkt nur noch unter sich gesichert. Der Polizist baut seine Sicherung nach und versucht, sich einen stabilen Stand zu erbauen. Die Zeit nutzt Ella, um sich aus der Sicherung wieder zu befreien, hat sich befreit und entwischt und wird schon wieder an den Fuß gegriffen. Zweiter krasser Zugriffsversuch, Ella ist entwischt. Zweimal voll vermummte, uniformierte Männer greifen Ella an die Füße und versuchen sie ohne Kommunikation darunter zu ziehen. Und wieder im Original. Ella erreicht den nächsten Baum und verharrt, um sich am Baum zwecks Umstieg auf die andere Seite zu sichern. K432 erreicht sie und greift unvermittelt nach dem Fuß. Ella aber kann den Baum zunächst umklettern und will auf der anderen Seite entkommen. Da greift K432 noch einmal zu. Wieder ein direkter Angriff in 15 Meter Höhe. Und jetzt folgt sogar noch ein langes Gerangel, bei dem der SEKler immer wieder an Ellas Sicherungsseilen zerrt. Das ist versuchte Tötung. Und ein strafefreiender Rücktritt von der Attacke kommt für K432 nicht in Frage, denn nicht er ließ von seinem Treiben ab, sondern Ella befreite sich selbst. Spätestens jetzt musste Ella klar sein, die bringen mich in Lebensgefahr, nicht umgekehrt. Im Gegensatz zu Ella war K432 nämlich, wie es auch die Vorschrift ist, doppelt gesichert und konnte daher nicht herabstürzen. Das belegen die Polizeivideos sehr genau. Schauen wir weiter in das Polizeivideo. Es läuft ungekürzt. Es ist zu sehen, wie der SEKler Ella fixiert, diese sich aber umsichern und dann die Fixierung lösen kann. Der SEKler wird später lügen, mehrfach getreten worden zu sein. Die Polizeivideos beweisen, er hat Ella in Gefahr gebracht. Es gibt keinen einzigen Tritt gegen K432. Überhaupt keine Attacke. Das alles wurde hinterher frei erfunden. Das räumte der Beamte auf Nachfrage sogar ein. Am Ende versucht der SEKler nochmals, einen Fuß zu erwischen. Aber dann gibt er auf. Ella entkommt und läuft über die Traverse zum nächsten Baum. Dort wartet schon K214 auf sie. Er hat Zeit, sich zu sichern und tut das auch. Seine Sicherung ist ebenfalls gut zu erkennen. Besonders für Ella, die nur wenige Meter entfernt ist und genau auf diesen Bereich schauen kann. Allerdings wird er der Beamte sein, der vor Gericht von Todesangst sprechen wird, wegen angeblich fehlender Sicherung, der mehrfach am Kopf getroffen sein will und auf dessen Lügen die Untersuchungshaft und die Verurteilung im Wesentlichen basieren. Aber der Reihe nach. Es geht weiter und Ella erreicht den nächsten Baum. So, und hier machen wir auch mal einen kurzen Schnitt. Jetzt gucken wir uns das mal an. Das hier ist der Polizeibeamte K214. Vor Gericht hat er angegeben, durch dieses Gerangel mit Ella in Lebensgefahr gewesen zu sein. Dass er hätte abstürzen können, 15 Meter tief. Wir haben uns das mal auch auf Video angeguckt und mit den Aussagen verglichen. Und die Situation sah ungefähr aus wie folgt. Seht ihr diese blaue Kurzsicherung?
die ist in der Traverse eingeklickt, und zwar in derselben, wie Ella eingeklickt war. Selbst wenn da von den anderen Sicherungen irgendwas abgerutscht wäre, wäre er immer noch redundant in der Traverse gesichert und hätte zu keinem Zeitpunkt runterfallen können. Das ist eine glatte, dreckige Lüge gewesen. Und weiter geht's. Ella steigt um auf die nächste Traverse. Und zack, der nächste Zugriffsversuch. Und er greift eine Bandschlinge, die an Ellas Gurt hängt. Und fängt direkt an, heftig daran zu ziehen. Und hier entsteht jetzt das große Gerangel und der Kampf um die Bandschlinge. K214 versucht, die Bandschlinge zu bekommen und sie festzuhalten. Und Ella versucht, sich zu befreien. Dem Gerangel ergreift er die Bandschlinge und fixiert die Bandschlinge an einem Ast. Und Ella kann jetzt nicht mehr sich davon bewegen und ist quasi dafür... Oh, Schnitt! So, aus diesem Gerangel um den Karabiner und um die fixierte Bandschlinge, wo Ella sich versucht hat zu befreien, entstand diese Situation. Der Polizist hat vor Gericht angegeben, einen gezielten Tritt gegen den Kopf bekommen zu haben und dadurch in die Gefahr eines Absturzes 15 Meter tief zu kommen. Das ist einmal durch die Sicherung niemals der Fall gewesen. Es ist überhaupt strittig, ob dieser Tritt getroffen hat. Der Polizist gab an, durch diese Ausweichbewegung, er hat nämlich eine Ausweichbewegung gehabt, es ist nicht erkennbar gewesen, ob der Tritt getroffen hat, eine Verrenkung im Nacken-Schulterbereich bekommen zu haben. Wann ist diese Verletzung aufgetreten? Mehrere Tage später erst. Was hat der Polizist in den mehreren Tagen bis dahin gemacht? Nämlich andere Leute aus den Bäumen geräumt. Wie kann Mensch da noch sagen, dass diese Bewegung ursächlich für die Schmerzen war? 4 Tage später ist die Verletzung aufgetreten, hat sich manifestiert, das ganze Adrenalin hat sich abgebaut und dann erst hat er die Verletzung bemerkt und war da 4 Tage noch in den Bäumen aktiv. Nach seiner Vernehmung, nämlich im nächsten Verhandlungstag, erst ist ein Attest dann aufgetaucht. Das war auch auf 4 Tage später datiert und alle relevanten Daten waren geschwärzt. Das wurde dann als Beweismittel verwendet. Und weiter geht's. Der Streit um die Bandschlinge geht weiter. Ein zweiter SEK-Beamter, D111, erklettert auch den Baum und versucht, K214 zu unterstützen. Und immer weiter geht der Streit um diese Bandschlinge weiter. Ella versucht, sich zu befreien und der Polizist versucht, das zu verhindern. Er nimmt einen Cambiumschoner von seinem Gurt und schlägt Ella mit dem Metallring gegen die Hände. An die Person in der schwarzen Adidas-Jacke, hören Sie sofort auf, nach den Beamten zu treten. Der Beamte zieht immer weiter an der Bandschlinge und schiebt sie immer weiter den Ast herunter, bis die Bandschlinge so kurz ist, dass Ella sich nicht mehr aufrichten kann, sondern im Gurt hängt. Das ist aus mehreren Gründen problematisch. Einer, und das ist der unwichtigere Grund, ist, dass diese Person jetzt bewegungsunfähig ist. Sie ist in 15 Meter Höhe fixiert und kann sich nicht mehr bewegen. Und der wichtigere Grund, das ist ein medizinischer Grund, das ist nämlich lebensgefährlich. Wenn Ella so in dem Gurt hängt, wie das gerade ist, dann schnürt dieser Gurt die Beine ab, das Blut in den Beinen ab, das sich da staut. Dieses Blut verliert immer weiter an Sauerstoff und ab 10 Minuten wird so eine Position beim Klettern schon lebensgefährlich. Hängetrauma nennt sich das. Wenn nämlich dieses ganze sauerstoffarme Blut durch eine Gurtentlastung, die irgendwann ja kommt, in den Körper zurückschießt, kommt das einem Erstickungstod gleich.
Was macht er jetzt? Er versucht, Ellas Füße zu fesseln. Ella hängt im Gurt. Der Beamte versucht, ihre Füße zu fesseln. Ich weiß nicht, was in Ella in dem Moment vorgegangen ist, aber ich hätte Angst um mein Leben gehabt. Und immer weiter gehen die Schläge und ich versuche, die Füße zu fesseln. Währenddessen hat der andere Beamte, D111, Ella schon überklettert und fängt an, ein Seilsystem aufzubauen, um Ella daran abzulassen. Ella kann an dem Zeitpunkt schon längst nicht mehr aufstehen. Jetzt versucht der Beamte auch noch, Ellas Hände zu fesseln, hinter dem Rücken. Warum ist völlig unklar. Ab dem Zeitpunkt verhält sich Ella recht passiv. Und ab dem Zeitpunkt und auch erst ab dem Zeitpunkt könnte Mensch diesen Einsatz als Rettungseinsatz bezeichnen. Denn hier ist Ella ohne Fremdhilfe dem unweigerlichen Tod ausgesetzt. Kann sich nicht mehr aufrichten, kann sich nicht mehr befreien, hat die Hände auf dem Rücken gefesselt und hängt da. D111 zieht Ella an sich ran. Und fixiert Ellas Kurzsicherungen an dem Baum. Warum ist auch unklar, denn Ella ist ab dem Zeitpunkt schon längst bewegungsunfähig. Das gelbe Dreieck da, das heißt Rettungswindel, das ist so eine Art Rettungsklettergurt, den die Beamten jetzt versuchen, Ella anzulegen, um Ella daran abzulassen. Zwischendurch hängt Ella teilweise kopfüber. Schnitt. Dieser Beamte, D111 mit dem weißen Helm, hat folgende Situation angegeben als ein Kniestoß, der ihn erwischt hat. In der Erstvernehmung, direkt nach der Räumung, soll das ein Tritt auf die Nase gewesen sein. In einer Vernehmung, die ein paar Tage später stattgefunden hat, ist er mutiert und hat zu einem Hämatom an der Wange geführt. Der Tritt auf die Nase hat ein Hämatom an der Wange hervorgerufen. Vor Gericht hat sich der Zeuge an alles überhaupt nicht mehr erinnert und hat das abgetan mit, ach, das wird wohl gar nicht so schlimm gewesen sein, das habe ich vergessen, hat vielleicht ein bisschen geschmerzt. An das Hämatom wollte er sich überhaupt nicht mehr erinnern. Dennoch wird sich dieses Urteil darauf begründen. Ella hängt in dem Rettungsdreieck. Das Seil ist eingebaut. Zack! Und Ellas Sicherungen sind durchgeschnitten. Ella wird auf den Boden gebracht und verhaftet. Das ist der Beginn von nun 7 oder fast 8 Monaten Knast. 4 SEK-Beamte, die Bäume hochgeklettert sind, Ella mehrfach versucht haben, an ihren Füßen runterzuziehen,
zu treten, zu schlagen. Vier Hebebühnen waren da auch in der Nähe. Warum wurden die denn nicht benutzt? Und das hier jetzt auch eine Nachstellung. Die Beamten wurden nämlich mit einer Hebebühne da runtergeholt. Warum haben sie das mit Ella nicht gemacht? Und nun wieder im Original. Aus mehreren Videos der Polizei und außenstehender Beobachtis von den entscheidenden Szenen mit den SEK-Lern K214 und D111. Die Szene ist zu lang, um sie hier ungekürzt zu zeigen. Daher seien drei Schwerpunkte gebildet. Die Sicherung der beiden Polizisten, die vermeintlichen Tritte gegen den Kopf und die Gefahren für Ella. Beginnen wir mit der Ankunft. Als Ella den achtlos A42 genannten, zum Sterben verurteilten Baum erreicht, ist K214 schon einige Zeit dort. In aller Ruhe hat er sich eine Sicherung angelegt. Er ist also in keiner Sekunde der Auseinandersetzung ungesichert, konnte folglich auch nicht herunterfallen. Der wichtigste Anklagepunkt und der Hauptgrund für ihre lange Haft: eine Lüge. Sie fand sich in der Vernehmung, in der Anklageschrift und wurde auch vor Gericht wiederholt. Auch die im Prozess behauptete Todesangst war folglich frei erfunden, sorgte aber für den nötigen emotionalen Druck auf das Gericht. Die Sicherung ist auf den Polizeivideos deutlich zu erkennen und die lagen Gerichten und Staatsanwaltschaft von Beginn an vor. Es gibt in den Gerichtsakten sogar einen passenden Screenshot, auf dem genau diese Sicherung bestens zu sehen ist. Weitere Kameras erfassten, wie sich K214 später umsicherte, die erste entfernte und an anderer Stelle fixierte. Auch das mehr als deutlich. Der zweite Beamte kommt zwar erst im Laufe des Gerangels hinzu, war aber schon beim Erreichen von Ella nicht mehr absturzgefährdet, weil sein Halteseil über Ästen und der Traverse lag. Zusätzlich baute er sich eine weitere Sicherung ein. Ohne Sicherung einzugreifen wäre lebensmüde, seiner Ausbildung widersprechend und von daher sehr erstaunlich gewesen. Kurze Zeit später greift er in die Auseinandersetzung ein. Seine Sicherung ist gut zu sehen. Trotzdem behauptet er später, dass ein vermeintlicher Kniestoß ins Gesicht, der sogar nach Auffassung des Gerichts auf keinem Video zu sehen ist, ihn hätte zum Absturz bringen können. Das Gericht aber wischte die Tatsache, dass kein Knietritt auf den Videos zu sehen war, einfach weg. Der ach so glaubwürdige Zeuge sei ein ausreichender Beweis. Dabei war die Glaubwürdigkeit auch aus anderen Gründen längst erschüttert. So behauptete D111, sich unterhalb von Ella am Baum befunden zu haben. Eine Story, die durch die Videos klar widerlegt wird, aber erlogen werden musste, um einen Kniestoß gegen den Kopf überhaupt denkbar zu machen. Hinzu kam ein absurdes Hin und Her hinsichtlich einer Verletzung durch den vermutlich erfundenen Kniestoß. Die Anklageschrift hatte nämlich ein Hämatom an der Wange von D111 behauptet. Dabei hatte er nach den Vorfällen laut Akte in der unmittelbar folgenden Vernehmung gar nichts von einer Verletzung erwähnt. Ein vernehmender Beamte notierte dann, dass ein Hämatom an der Wange entstanden wäre. Als Zeuge vor Gericht behauptete D111 dann, eine schmerzende Nase davongetragen zu haben. Offenbar waren die Beteiligten beim Lügen noch nicht richtig in Übung. Doch am Ende behaupteten Zeuge und Gericht, alles sei vermutlich nur ein Missverständnis gewesen, wobei laut Urteil gleich noch eine Schwellung hinzugedichtet wurde. Nicht viel anders steht es um die Verletzung von K214, also dem SEKler, der sich ungesichert in das Abenteuer einer Festnahme in luftiger Höhe gestürzt haben, dann mehrfach getreten und einmal vom Fuß am Kopf getroffen worden sein und Todesangst gespürt haben will. Von ihm handelt das mysteriöse Attest, bei dem durch Schwärzung die Ladung des behandelnden Arztes als Zeuge verhindert wurde. Doch nicht nur das ist merkwürdig. Mehrere Tage arbeitet K214 noch weiter, er kletterte Bäume und räumte weitere Personen.
Die Zerrung, die er später behauptet und die von der Staatsanwaltschaft in den Verfahren zur Inhaftierung als nicht unerhebliche Verletzung bezeichnet wird, bemerkte er tagelang erstmal gar nicht. Später wird als Erklärung angegeben, das Adrenalin hätte den Schmerz verdrängt. Auch am Feierabend und morgens beim Frühstück oder Zähneputzen? Das Attest nennt als Datum der Verletzung den 27.11. Tatsächlich war K214 auch da wieder im Danny und wurde fotografiert. Doch obwohl alles dafür spricht, dass die Zerrung am 27.11. oder noch wahrscheinlicher nie entstand, reichte es für das Gericht, alles auch hier Ella zuzuschieben, die am 27.11. längst im Gefängnis saß. Im Gerichtsverfahren setzte K214 dann noch einen drauf und berichtete nun auch von Schürfwunden an den Händen, trotz Handschuhe, deren Tragen er aber auch erst auf Nachfrage der Verteidigung einräumte. Waren auch die durch das Adrenalin zunächst tagelang unsichtbar? Bei der Vernehmung, 3 Stunden nach seinem Einsatz gegen Ella, hatte K214 noch zu Protokoll gegeben, gar nicht verletzt worden zu sein. Daher bleibt als Fazit: Alle beteiligten SEKler fantasierten die Todesgefahr gezielt herbei und schmückten sie mit weiteren Märchen aus. Die Justiz ignorierte alle Gegenbeweise, darunter die Videos, viele Widersprüche in den Akten und die Beweisanträge der Verteidigung. Ella wurde so zur Geisel einer Weiter-so-Elite. Dann die Frage mit den Dritten. Es liegen mehrere Videos vor, die die gesamte Zeitspanne dokumentieren. Von den mehreren Dritten, die zuerst in mehreren Polizeiprotokollen, dann im Haftbefehl und schließlich in der Anklage benannt werden, ist nur ein einziger tatsächlich auf den Videos zu sehen. Alle anderen gab es nicht. Sie wurden im Belastungseifer erfunden. Was zu sehen ist, ist ein langes, mal mehr, mal weniger wildes Gerangel. Ella wurde von K214 mit einer Bandschlinge an einem Ast fixiert, um ihre Flucht zu unterbinden. Alle Handlungen, die von Ella ausgehen, fügen sich einem Ziel, sich wieder loszubinden. Dafür kassiert sie ein ums andere Mal Schläge, einmal sogar mit einem Seil, an dessen Ende sich ein Metallring befindet. Genau diesem Ziel folgt auch der ausgestreckte Fuß, der am Ende der Gerichtsverhandlung als einziges übrig blieb. Ganz unaufgeregt wurde eine Lüge nach dem anderen im Gerichtssaal aufgedeckt, trotzdem hielt das Gericht alle Zeugis für glaubwürdig. Und bei der einen Fußbewegung hielt es daran fest, dass es ein gezielter Tritt gewesen sei, der auch getroffen habe und der SEKler wegen fehlender Sicherung hätte herunterfallen können. So schickte das Gericht Ella in den Knast. Die konkrete Situation, die nur wenige Sekunden lang ist, innerhalb einer viele Minuten dauernden Auseinandersetzung, ist von verschiedenen Seiten gefilmt worden. Die Polizei selbst hat eine Zusammenstellung mit Beschriftung und Zeitlupenphasen erstellt. Hinzu kommen weitere Videos der Polizei und von Außenstehenden. Wer sich die Videos aber genau anguckt, sieht zweierlei. Erstens ist es kein Tritt, sondern die Fußbewegung wird in einer Weise ausgeführt, dass er mehr wie ein Wegdrücken als ein Tritt erscheint. Das passt dann auch zu Ellas Ziel, den SEKler wegzudrücken, um sich dann losmachen zu können. Zum Zweiten wird klar, der Tritt trifft nicht. Der SEKler, dessen Sicherung auch bei dieser vor Gericht mehrfach betrachteten Sequenz gut zu sehen ist, weicht aus und macht sofort mit seinen Angriffen weiter. Ein Treffer hätte den Kopf im Moment des Aufschlags zurückwerfen müssen. Tatsächlich ist eine kontinuierliche Ausweichbewegung zu sehen. Zudem hätte es, selbst wenn es zur Berührung gekommen wäre, nur den Helm getroffen. Weder bestand Verletzung noch Absturzgefahr. Die Feststellungen im Urteil sind daher bar jeder Grundlage und missachten die vorliegenden Videos vollständig. K214 dachte sich diesen und weitere Treffer im Gesicht aus. Und D111 auch. Der bestätigte die Aussagen seines Kollegen und fantasierte zudem auch die eigene Absturzgefahr herbei. Alles roch nach einem abgekarteten Spiel. Die Fußbewegung in Richtung Helm erfolgte ganz am Anfang der Auseinandersetzung, als K214 gerade Ellas Bandschlinge am Ast befestigen wollte. Den SEKler vom Fixierungspunkt wegzubringen, war erkennbar das Ziel. Im weiteren Verlauf kommt es zu keinen Tritten mehr. Gerangel und eher bewegungslose Pausen wechseln sich ab, so wie in der Wiesbadener Nachstellung beschrieben.
Ella hatte gute Gründe, an Flucht zu denken. Nicht nur zwecks Fortsetzung des Protests gegen das Kettensägenmassaker auf der A49-Trasse. Auf ihrem Weg vom Baumhaus zum Festnahmeort war sie durch hektische Attacken von SEK-Beamten an Füßen oder Sicherungsseilen gezerrt worden. Jetzt wurde sie zum Hängen im Klettergurt gezwungen. Ein Fuß wurde gefesselt, was ihre Bewegung weiter einschränkte und damit die Gesundheitsgefahren durch Blutrückstau erhöhte. Am Ende wurde zu allem Überfluss auch noch ein Taser-Einsatz angedroht, obwohl Ella da schon komplett gefesselt war. Es ging um maximale Einschüchterung. Schließlich taucht D111 auf und zusammen wird Ella ganz allmählich immer mehr gefesselt. Durch die lange Phase, die sie im Gurt hing, bestand eine hohe gesundheitliche Gefahr, die sich erhöht, wenn Mensch an Füßen oder Händen gefesselt wird. Am Ende wurde Ella die Hände auf dem Rücken gefesselt, herabgelassen und verhaftet. Sechs Monate verbrachte Ella schon vor der Gerichtsverhandlung in der JVA Frankfurt-Bräungesheim. Mehrere Haftprüfungen und Haftbeschwerden gingen zu ihren Ungunsten aus. Amtsgericht Alsfeld, Landgericht Gießen und Oberlandesgericht Frankfurt wiederholten ständig die immer gleichen, durch die ihnen vorliegenden Videos klar widerlegten Lügen. Dass es um eine möglichst lange, abschreckende Haftzeit ging, bewies der Auftakt des Prozesses am Amtsgericht Alsfeld. Der sollte nämlich am 8. Juni starten. Dann fiel der Justiz auf, dass die maximale Länge einer gewöhnlichen Untersuchungshaft von einem halben Jahr einige Tage vorher überschritten würde. Daher wurde eilig ein weiterer Gerichtstermin noch im Mai hinzugefügt, an dem alle Beteiligten recht sinnlos ihre Zeit verdaddelten. Aber Ella konnte so weiter eingesperrt werden, denn die mögliche Untersuchungshaftdauer verlängert sich während der laufenden Verhandlungen. Mit der zweiten Instanz scheint sich das Drama zu wiederholen, denn in einer ersten Terminabklärung schlug das Landgericht den Dezember vor. Wieder ziemlich genau die sechs Monate ausreizend. Vom Beschleunigungsgebot keine Spur. Auch die hohe Strafe von 2 Jahren und 3 Monaten folgt dem Ziel, Ella weiterhin in Untersuchungshaft zu halten. Vermutlich wird am Ende eine viel geringere Strafe oder sogar ein Freispruch herauskommen. Aber bis zur letzten Instanz ist die Strafe dann abgesessen. Ein perfides Spiel. Ein Freispruch ist durchaus möglich, und zwar aus mehreren Gründen. Daher ist ein Blick auf das Gerichtsverfahren und das politisch motivierte Urteil sinnvoll und nötig. Ella ist in 3 Punkten schuldig gesprochen worden. Erstens, wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Paragraf 113 Strafgesetzbuch. Um diesen Straftatbestand zu erfüllen, reicht eine defensive Verteidigungskultur, also zum Beispiel das Losreißen aus einer Fesselung oder Umklammerung. Ein solches Verhalten scheinen die Videos tatsächlich zu belegen. Zweitens, wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Paragraf 114 Strafgesetzbuch. Danach wird bestraft, wer eine Handlung in Richtung von Beamtis macht. Auch das ist eindeutig belegt. Ellas Fuß geht in Richtung des SEK-Helms. Sie trifft diesen zwar nicht, aber die Bewegung ist in Richtung des Beamten, daher passt dieser Strafvorwurf. Drittens, gefährliche Körperverletzung. Paragraf 224 Strafgesetzbuch. Dieser Vorwurf basiert vorrangig auf der Lüge, dass die Beamten hätten abstürzen können. Da aber zeigen die Videos sehr klar, dass der Vorwurf nicht stimmt. Verurteilt werden müssten daher die SEKler und weitere beteiligte Polizeibeamtis wegen Falschaussage vor Gericht, falscher Beschuldigung und Verfolgung Unschuldiger, sowie die beteiligten Staatsanwältin und das Gericht in Alsfeld wegen Freiheitsberaubung und Rechtsbeugung. Die zweite Behauptung, mit der das Gericht die gefährliche Körperverletzung bejaht, ist der Tritt mit einem Schuh ins Gesicht selbst. Den aber hat es nie gegeben, sodass auch dieser Vorwurf nicht zutrifft. Selbst eine versuchte Körperverletzung kommt nach Betrachtung der Videos nicht in Frage, denn die einzig sichtbare Fußbewegung Richtung Kopf zielte nie auf das Gesicht, sondern wirkt wie eine Wegdrückbewegung gegen den Helm in genau dem Moment, wo K214 die Aktivistin festbinden wollte. Die dramatisierend als schwarze Wanderstiefel bezeichneten Schuhe erwiesen sich dann auch als graublaue und mit flexibler Gummisohle ausgestattet. Hinzu kommen Selbst- und Fremdgefährdung durch die SEKler. So griffen sie mehrfach gefährlich in Ellas Sicherungssystem ein und traten mit ihren scharfkantigen Steigeisen mehrfach nur knapp neben die Befestigungen von Seiltraversen. Für Ella ergibt sich aus alledem, ein Freispruch vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung ist überfällig.
Doch auch der Widerstand und der tätliche Angriff auf Vollstreckungsbeamte kann nach Lage der Dinge nicht bestraft werden. Denn für beide Paragraphen 113 und 114 im Strafgesetzbuch gilt der Absatz: Die Tat ist nicht nach dieser Vorschrift strafbar, wenn die Diensthandlung nicht rechtmäßig ist. Und genau das ist der Fall. Erstens. Der gesamte Polizeieinsatz zur Räumung des Dannenröder Waldes war illegal. Ermächtigungsgrundlage war eine Verfügung des Forstamtes nach § 16 des Hessischen Waldgesetzes, dass der Rodungsbereich nicht mehr betreten werden durfte, um Gefahren bei den Fellarbeiten zu verhindern. Die Polizei bezog sich in ihrer Aussage vor dem Angriff auf das Walddorf Nirgendwo genau darauf. Sie befinden sich verbotswidrig in einem Sicherheitsbereich gemäß § 16 Hessisches Waldgesetz sowie der Allgemeinverfügung des Vogelsbergkreises, da in diesem Bereich überprüfte Rodungsarbeiten stattfinden. Sie werden aufgefordert, diesen Bereich zu verlassen. Doch der § 1 desselben Waldgesetzes klärt, dass die Vorschriften dieses Gesetzes nur dem Erhalt des Waldes und seiner Funktionen dienen dürfen. Die Verfügung aber diente der dauerhaften Vernichtung des Waldes. Eine Frankfurter Richterin hatte das im Zuge der Räumung im Dannenröder Wald auch erkannt und deshalb einen Haftbefehl abgelehnt. Das Alsfelder Gericht aber entschied, ebenso wie alle Gerichte bei Ellers Haftprüfung und Beschwerden, dass alles in Ordnung sei. Es wiederholt damit die skandalöse Praxis, die schon beim Hambacher Forst prägend war. Die Politik vollzieht Kapitalinteresse. Die Polizei prügelt die politische Vorgabe durch. Etliche Aktivistis büßen dafür mit Blut, Tränen und Inhaftierung. Und am Ende war alles illegal. Zweitens, die Sicherheitsbestimmungen wurden nicht eingehalten. Es gibt eine Menge von Vorschriften für das professionelle Klettern und speziell für Rettungseinsätze. Diese wurden fast durchgehend nicht eingehalten. Die Spanne reicht von unzulässigen Eingriffen in Ellers Sicherungssysteme über die Gefährdung durch das lange Hängen im Gurt bis zu falschen Positionen, aus denen heraus der Zugriff auf Eller erfolgte. Am auffälligsten aber war der Verzicht auf den Einsatz von Hubwagen. Das war den Verfolgungsbehörden offenbar sogar klar, denn in mehreren Aussagen wurde die Anwesenheit von Hubwagen verneint. Die Videos zeigen aber sogar drei einsetzbare Geräte in unmittelbarer Nähe. Das führte im Gerichtssaal zu abenteuerlichsten Behauptungen. Ein Zeuge sagte aus, der Hubwagen hätte gereinigt werden müssen. Andere verwiesen auf den matschigen Boden, auf denen ein Herumfahren nicht möglich gewesen wäre. Wieder andere erzählten, die Hubwagen seien an anderen Orten nötig gewesen. Die Videos widerlegten alles als Lüge. Auf die Frage der Verteidigung, wie die eingesetzten Essekaler vom Baum wieder heruntergekommen seien, konnten sich alle leider nicht mehr erinnern. Die Verteidigung wusste: Alle wurden mit einem Hubwagen abgeholt. Auch bei Ella wäre das möglich gewesen, spätestens nachdem sie von K2 ins 4 fixiert war. Nach den Sicherheitsbestimmungen wäre eine Bergung per Hubwagen ohnehin zu bevorzugen, zumal K2 ins 4 und D111 bereits die kleine Konfrontation am Baum vorher beobachten konnten. So aber nährt es eher den Verdacht, dass hier eine Eskalation provoziert wurde, um ein Abschreckungsopfer verhaften zu können. Drittens, die Versammlung wurde nie aufgelöst. Alle Videos zeigen mehrere Personen und Spruchbänder in den Bäumen, was sogar im Urteil festgestellt wird. Zudem gibt es vereinzelt Rufe von Autobahngegnern aus dem Hintergrund. Damit sind alle Kriterien einer Versammlung erfüllt. Diese wurde nie aufgelöst. Den entsprechenden Beweisantrag der Verteidigung zur fehlenden Auflösung hat das Gericht als wahr unterstellt, also als zutreffend angenommen. Damit steht fest, dass die Polizei eine Versammlung rechtswidrig angegriffen hat und folglich § 113 und 114 im Strafgesetzbuch nicht mehr zur Anwendung kommen können. Was aber machte das Amtsgericht Altfeld? Es definierte im Urteil die Versammlung zur Nichtversammlung. Eine Waldbesetzung sei dann keine Versammlung mehr, wenn sie etwas real verhindern wolle. Versammlungen sollen offenbar nur irgendwo auf Plätzen im Hintergrund stattfinden. Das widerspricht der gängigen Rechtsprechung. Explizit erwähnt das Gericht in der Verurteilung, dass der Polizeieinsatz nach dem Hessischen Sicherheits- und Ordnungsgesetz HSOG rechtmäßig gewesen sei. Genau dieses Gesetz wird aber durch das Versammlungsrecht verdrängt. Es gilt gar nicht mehr. So ist die Rechtswidrigkeit von Ellers Verhaftung sogar aus dem Urteil selbst erkennbar. In jedem Fall steht das Amtsgericht mit seiner Auffassung auf einer einsamen juristischen Position.
Ein Tag vor dem Alsfelder Urteil erklärte das Verwaltungsgericht Magdeburg zur Waldbesetzung auf der A14-Trasse, die ebenfalls aus Baumhäusern, Traversen und Bodenstrukturen bestand, dass es sich um eine Versammlung handeln würde und schützte sie so vor der Räumung. Der Beschluss lag dem Gericht im Eller-Prozess vor, aber es kümmerte sie nicht. Inzwischen hat das Oberverwaltungsgericht von Sachsen-Anhalt den Magdeburger Beschluss bestätigt und verstärkt. Damit ist klar, die Waldbesetzung im Danni war eine Versammlung. Ella war Teilnehmerin einer Versammlung, die Polizei hat diese nicht aufgelöst und daher alle Versammlungsteilnehmis und auch Ella illegal angegriffen. § 113 und 114 Strafgesetzbuch sind nicht mehr wirksam. Eine Verurteilung danach scheidet aus. Da die gefährliche Körperverletzung ebenfalls durch die Videos klar widerlegt ist, sind alle drei Verurteilungspunkte falsch. Das Urteil ist aufzuheben und Ella sofort freizulassen. Mit den bisherigen Ausführungen ist der Kern des Geschehens benannt. Es kann keinen Zweifel geben. Die bewaffnete Staatsmacht hat zwecks Verschleierung eigener und Kapitalinteressen ein Opfer gesucht und gefunden. Mit einer frei konstruierten Story ist die unbekannte Person 1 für lange Zeit hinter Gitter gelandet. Die Lügen und Tricks sind der Hauptskandal, hinter dem die weitergehenden Interessen sichtbar werden. Es waren aber nicht die einzigen Unverschämtheiten. Eine kurze Aufzählung der auffälligsten Vorgänge sei noch angefügt. Besonders gravierend waren dabei die Entscheidungen zur Untersuchungshaft. Angefangen vom Haftbefehl über Haftprüfungen bis zu unzähligen abgelehnten Beschwerden haben verschiedene Gerichte ständig auf die Inaugenscheinnahme der Videos verzichtet und den belastenden SEK-Land blind geglaubt. Selbst als die Durchsetzung dieser Polizeitruppen mit Rechtsextremen bundesweit in die Schlagzeilen kam, änderte sich daran nichts. Direkt vor dem Start der ersten Instanz hetzte dann der politische Redakteur und Kommentator der VRM-Mediengruppe im Gießener Anzeiger gegen die Angeklagte. Die Vorwürfe der Anklage wurden als Tatsachen dargestellt. Eine glatte Vorverurteilung. Einige der Informationen schienen aus der Staatsanwaltschaft oder vom Gericht gezielt zu ihm durchgestochen worden zu sein. Auch das zeigt die Entschlossenheit der Justiz, auf Fairness zu verzichten. Zudem lehnte das Amtsgericht beide von Ella ausgewählten Wahlverteidigis ab, unter anderem mit der Begründung, dass diese sich gegen die A49 engagiert hätten und ihnen deshalb die nötige Distanz zum Verfahrensgegenstand fehle. Dass der Richter sogar einer sowohl lokal als auch überregional Autobahn befürwortenden Partei angehört und eine Schöffin als Bedienstete im Ordnungsamt einer Vogelsbergstadt selbst als Obrigkeit agiert, störte hingegen nicht. Im Prozess wurden alle Versuche abgelehnt, die Glaubwürdigkeit der Zeugis zu erschüttern. Dazu gehörte auch ein Antrag zur Vereidigung. Er wurde von Staatsanwaltschaft und Gericht vereitelt. Dass dann auch viele Beweisanträge der Verteidigung als unbedeutend zurückgewiesen und folglich nicht beachtet wurden, war da schon keine Überraschung mehr. Gravierend wirkte sich aus, dass das Gericht einen von der Verteidigung angebotenen Gutachter ablehnte. Der hatte die Abläufe untersucht und die Lügen bereits in einer schriftlichen Stellungnahme entlarvt. Genau davon wollte das Gericht ja nichts wissen und lehnte zwecks Aufrechterhaltung des Lügengebäudes den Sachverständigen ab. Wäre es doch sonst unmittelbar auf die vorhandenen Sicherungen und das Fehlverhalten der Polizei hingewiesen worden. Zu guter Letzt ist das Urteil eine Missachtung höherer Gerichte, insbesondere des Verfassungsgerichts. Das hatte nämlich 2007 in einem sehr ähnlichen Fall klargestellt, dass das Versammlungsrecht missachtet worden sei. Auch damals war eine Versammlung von der Polizei angegriffen und ein Aktivist verhaftet worden. Auch damals wurde ihm unterstellt, er hätte einen Polizisten getreten. Die harte Verurteilung hob das Verfassungsgericht auf, da die Missachtung des Versammlungsrechts rechtswidrig gewesen sei und ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte daher nicht hätte verurteilt werden dürfen. Auch diese Entscheidung hatte dem Alsfelder Gericht vorgelegen. Betroffener und Beschwerdeführer beim Verfassungsgericht war einer der beiden im Eller-Prozess abgelehnten Verteidigis. Tatort war Gießen. Den Einsatzbefehl gab der damalige Innenminister, der vor Ort war, höchstpersönlich. Heute ist er Ministerpräsident. Seine Landesregierung ließ die Trasse für die A49 roden und schickte die Polizei auf Ella und alle anderen. Bleibt zu hoffen, dass sich das Landgericht Gießen in zweiter Instanz genauer daran erinnert, welche Justizverbrechen die Region in der Vergangenheit schon erlebt hat. Dieses Landgericht nämlich hat nicht nur die Berufung durchzuführen, sondern auch über die weitere Untersuchungshaft zu entscheiden. Ellas Freilassung ist überfällig. Stattdessen wären nach dem geltenden Recht Strafverfahren wegen Falschaussage vor Gericht, falscher Verdächtigung, Verfolgung Unschuldiger, Freiheitsberaubung und Rechtsbeugung einzuleiten.
Den SEK-Lern, Staatsanwältinnen und dem Richter wünschen wir aber ebenfalls, nicht im Gefängnis zu landen. Denn anders als diese wissen wir genau, Strafe und Gefängnisse schaden einer Gesellschaft. Knäste und Autobahnen haben nämlich eines gemeinsam. Sie richten sich immer und überall gegen Mensch und Natur. Thank you.